Im Gloria Theater in Wien feierte der Broadway-Klassiker Sunny Boys eine viel umjubelte Premiere. Es ist die Geschichte zweier alternder und leidenschaftlich zerstrittener Schauspieler, die ein Comeback wagen. Wie schwer fällt es Ihnen, jeweils den anderen zu beflegeln? Das ist für mich sehr schwer, weil ich ihn ja so über alle Massen mag und das tut mir schwer. Aber wir sind ja zwei doch ein bisschen Schauspieler, also wir schaffen das schon. Spuckst schon wieder. Meine feuchte Aussprache kann ich nicht. In dem Stück gehen sich die zwei ein bisschen auf die Nerven. Was geht Ihnen denn jeweils bei denen auf die Nerven? Ich suche schon seit Jahren, aber ich finde nichts. Wenn man ein bisschen älter ist, das weiß ich aus Erfahrung, dann wird man schon ein bisschen vergesslich. Ja. Bleibt ja kaum der Sport. Ich liebe das Stück und es ist praktisch immer wieder neu und aufregend und spannend zu sehen, wie das umgesetzt wird. Ich werde diesen Finger nicht los. Marotten sind ja auch, wenn man dick hat, nicht? Es gibt ja Menschen, die mit dir so reden. Weißt du, da war ich vorher gewohnt beim Heirigen und da habe ich gedacht, das sind Marotten. Wie schaut es aus beim Herrn Pichowitz? Gibt es da was, wo man sich drüber mokieren könnte? Er ist der Pichowitz. Es geht nicht, der Gerhard ist der einzige wirkliche Freund in der Branche. Das ist aber jetzt eine sehr fade Antwort. Dann schneid mich halt aus, lass mich in Ruhe, gehen Sie weg, was ist mit dir? Wenn er Regie führt, ja, und wenn er dann sagt, so, aber die letzte Woche, da wird lange geprobt und ganz lange, da müssen wir vor, und dann passiert es aber sowieso nicht. Es ist ja schon bei mir auch die Altersmilde, dass ich nicht mehr dann probiere, weil man denkt, ja. Naja, wir zwei kommen schon drüber, der Rest genau. Soll schauen, wo er bleibt.